Musikinstrumente? Ja. Warum sind sie haram? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. Und unter den Menschen gibt es welche, sie kaufen لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْوَ الْحَدِيثِ heißt hier Musikinstrumente. Und Abdullah ibn Mas'ud hat geschworen, Wallahi, 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 das sind hier die Lieder. Und auch Abdullah ibn Abbas. Ich meine, ist klar, die waren die Erklärer des Koran, ja. Dann gibt es Leute, der sagt dir heute, ja, damit könnte was anderes gemeint sein, aber schäm dich. Diese Leute haben uns den Koran erklärt, ja. Dann kommst du und willst es besser wissen. Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagt, wer kann, nachdem die Besten der Sahaba, die Erklärer des Koran, gesagt haben, diese Ayah hat damit zu tun, dann noch sagen, Musik ist nicht erlaubt. Und hier ging es sogar um Gesang. Um Gesang, nicht um Musik. Musik ist mit Ijma' aller vier Rechtsgelehrten verboten. Das heißt von Imam Abu Hanifa bis Imam Ahmad rahmatullah alayhi. Warum ist das verboten? Wir haben das hier gelernt. Das lenkt ab, Achil Karim, vom Gedenken Allahs und ist ein Teufelswerkzeug. Jetzt siehst du die Leute, wenn sie Musik hören, die sind wie verrückte. Ich bin einmal rausgegangen und wollte gerade zum Fajr gehen und es war sehr dunkel. Auf der anderen Straßenseite sehe ich einen, der macht so. Ich sage, A'udhu Billah, schon ein Djinn um diese Uhrzeit. Der hat was im Ohr gehabt, der hat Musik gehört. Wallah, wer hättest du ihn gesehen vom Weiten, du hättest gedacht, der ist besessen. Ja, und so sind diese Leute. Der wird verrückt, crazy, wenn er Musik hört. Guck mal, wie die Leute, subhanallah, bei Koran ein ruhiges Herz bekommen. Die kriegen ein ruhiges Herz, aber der andere, der fängt an, als ob er Hummeln im Hintern hat, ja? Der fängt an, durchzudrehen, ja? Und diese Sache, diese Leute, sie lenken sich ab damit. Damit kommt Shaitan, um die Leute vom Gedenken Allahs abzulenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wallahu yuridu ay yatub alaikum. Allah möchte euch vergeben. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, wollen, dass ihr in die Irre geht. Deswegen produzieren sie diese schmutzigen Filme. Deswegen produzieren sie diese Musikvideos. Deswegen stellen sie Drogen her. Deswegen stellen sie Alkohol her. Sie wollen, dass ihr in die Irre geht, aber Allah möchte euch vergeben. Möchtest du die Vergebung Allahs? Ja. Dann höre keine Musik. Wallahu ta'ala ala wa ala.